So Leute, da sind wir wieder mit Let's Play The Legend of Cliffhanger. Auch bekannt als Pokémon Silber. Miep. Mit, ich wollte gerade echte Vardrug sagen. Nein. Aber der ist irgendwie nicht da und Morphus ist auch nicht da, es ist immer noch... Alter, vergleichst du mich mit der Vardrug? Nein. Und es ist immer noch Scantrax da. Das hier wäre, glaube ich, der geheime Schalter, der gar nicht so geheim ist. Aber wir wollen weiterhin gucken, was hier passiert. Und der Cliffhanger beginnt. Wow, es kommt ein Team Rocket-Mitglied, das gegen mich kämpfen möchte. Oh mein Gott. Völlig unerwartet. Ich gehe mich erhängen. Mach das. Tschüss. Tschüss. Ich schicke derweil Traumato in den Kampf. Im Moment, Traumato wird in den Kampf geschickt. Bist du schon erhängt? Hängst du schon? Ich glaube, er hört mich nicht. Er sollte mal die Kopfhörer aufsetzen beim Erhängen. Rocket Rüpel setzt Zubat ein. Nein, ich möchte das Pokémon nicht tauschen. Mach nicht so ein Krach, Zubat. Hier ein paar Steine ins Gesicht. Bist du schon tot? Das bin übrigens nicht ich, den man hier atmen hört. Oder nicht? Jetzt gerade reden. Nein. Ach so, das bist nicht du. Okay. Nein. Klingt wie so eine Seerobbe, so oh, 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 oh. Claps hands like retarded seal. Ja, das, bei mir konnte man das nur gerade nicht sehen, deswegen. Nein, bei mir auch nicht, schätze ich mal. Ja, aber du hast so Krach gemacht, bei dir hat man es gehört. Es reicht, Peter. Lois, das ist nicht mein Batman-Glas. Na 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 Batman. Nee, Spider-Man. Spider-Man. Peter an der Wäscheleine ist nicht wirklich Peter, er ist Spider-Man. Spider-Man. Okay, reicht. Reicht. Es reicht. Reicht an Family Guy für heute. Ja, wollen wir mal wieder. Ich bin ein Schleimer. Schleimer. Ich werde dich nicht töten können, weil ich viel zu schwach bin. Flammenrad. Aber nachdem ich eh ein Maturist bin, bam, bam, ich brenne bam. Gerne. Burn, oh. Baby, burn. Tschüss. Oh ja, ich möchte, dass du jetzt bitte jedes Pokémon synchronisierst. Okay, nein. Okay, nein. How about no? Oh Lord. Ratfratz. Ratfratz, nicht Ratzfratz. Hä, ich hab Ratfratz gesagt. Hört bei mir zu. Nicht. Ratfratz, Ratfratz. Sofa. Naja, viele davon kenne ich ja aus dem Anime, Gott sei Dank. Dadurch weiß ich, wie die wirklich klingen. Das 8-Bit-Geräusch kann ich leider nicht so gut nachmachen. Ja, ich finde das 8-Bit-Geräusch von Mogelbaum klingt so geil. Mogelbaum. Es klingt halt wie Mogelbaum. Ich habe überlegt, kannst ob du 8-Bit-Geräusche mit dem Mund nachmachen? Na klar. Natürlich, wer kann das nicht? Im Pokémon-Schalter sind Überwachungskameras installiert. Geheimschalter und so. Ja, gut, dass du mir das sagst. Hab ich noch gar nicht gewusst. Nugget! Ey, das ist das erste Nugget, das wir gefunden haben, oder? Ey, darf ich dich mal nuggeten? Ist das sowas wie Schogetten? Ja, ich wollte gerade sagen, nuggeten. Ideal zum Teilen, aber will das schon. Sorry. Verdammt. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Sagt der Mensch, der... Wenn ich mit dir skype, dann kommen mir nur schlechte Wortwitze in den Sinn. Wenn ich mit dir skype, dann kommen mir ganz andere Sachen in den Sinn. Ja, mein Gehirn stirbt da immer ab. Grauen verderben, graues Verderben. Traumato, Traumato. Nee, Moment. Traumato. Langsam. Übrigens, ich mach das jetzt wirklich, ich zieh das durch, ne? Ich bin echt am Überlegen, mir... mal einen Audio... einen Audio-Grabber, Audio-Video-Grabber über HDMI zuzulegen. Ja. Oder mal auszuleihen. Ich kenne jemanden, der einen hat. Und dann könnte man mal Splatoon aufnehmen. Das wäre awesome. Dann könntest du zusammen... also könnten wir dann zusammen spielen und skypen und so und dann... Oh ja. Das wäre awesome. Was hast und du unglaublich tiefgründig natürlich. Was hast du nächste Woche Montag vor?
Ich habe nichts vor. Okay, ich habe nächste Woche Montag ab um 10 Zeit. Wenn ich das Ding es gibt kein Verderben, kein Entkommen. Wenn ich das Ding geliehen bekomme, wäre das eine coole Idee. Dann könnten wir ein bisschen aufnehmen und mal ein bisschen Splatoon raushauen. Meint, du leistest dir aus? Ich kenne jemanden, der eins hat. Cool. Sehr, sehr geil. Weil selber kaufen kostet halt mehr als ausleihen. Studie ergab, klauen billiger als kaufen. Ich hoffe, das war ausgedacht und nicht wirklich eine Schlagzeile von Postillon. Nein, wirklich? Postillon. Oh Gott. Aber es heißt ja jetzt nicht mehr Dieb, es heißt ja jetzt Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Ach so. Ist ja voll Korall, Alter. Du bist voll Korall. Nein. Könntest du bitte nicht... Niemand sagt mehr Korall. Korall ist sowas von out. Vielleicht muss ich es nur anders aussprechen. Korall. Karate. Ich mache heute Partei. Machst du heute Partei? Nein. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Oh, weißt du, was jetzt geil wäre? Was denn? Pfannkuchen. Also Plinsen. So. Also Eierdätsch. Ich habe eher an Vanilleeis gedacht. Ja. Das hätte ich jetzt nämlich total Lust. Ich glaube, Eis habe ich noch da. Oder die Spare Ribs, die ich gestern gegessen habe, die wären jetzt auch nochmal geil. Also die Spare Ribs, die du gestern schon gegessen hast, würde ich heute nicht mehr essen wollen. Das ist dein Argument. Gut, ist akzeptiert. Ach, ich mag es, mit Sprache zu spielen. Wann kommt mal wieder ein Pokémon, das ich noch nicht synchronisiert habe? Wahrscheinlich länger nicht. Oh, Molot. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich Molot halt gegen Gyarados austausche, weil Gyarados ist shiny und cool und es ist schon Level 30. Oh mein Gott, du hast ein rotes Gyarados? Das ist ja voll selten. Ich hätte gerne ein goldenes Karpador. Ist das wirklich gold und nicht grün oder so? Nee, ich glaube, es ist so golden. Wenn ich es irgendwo fangen würde, ich würde es einem Ewigstein geben. Und es immer mit Tackle und Dreschflegel und Platscher spielen. Oh ja. So ein Magikarp Rage. Oder so. Karp, Magikarp. Karp, Magikarp. Karpador lernt ja irgendwo auf Level 35 Tackle. Nee, auf 15 erlernst Tackle und auf Level 35 Dreschflegel. Ah ja, okay. Auf Level 15 erlernst Tackle. Und es gibt in Competitive, hast du das schon mal gehört? Nee. Wenn man in Competitive als sechstes Pokémon einen Karpador mitnimmt und das letzte Pokémon des Gegners mit einem Tackle von Karpador besiegt. Dass es nochmal eine extra Demütigung ist. Ich finde es, eigenen Namen. Ich finde, es ist eine viel größere Demütigung, wenn du es mit Platscher besiegst. Dann mach mal. Viel Spaß dabei. Also ich glaube, dann wäre der Gegner ziemlich gedemütigt. Ein bisschen. Zu bad. Ja. Na, dann wechsel mal. Vati. Ich finde, Morlot lernt hier viel zu wenig Attacken. Oh, Vati. Was hätte denn Vati für eine Stimme? Das macht er so... So quasi im Spiel. Genau. Vati. Nee, das passt nicht. Vati, war das nicht jemand anders? Oder so, Moment, das ist weiblich. Vati. Ne? Was? Vati, war das nicht jemand anders? Vati? Moment, das sagt mir was. Vati sind da so zu erzählen. Moment, ist Vati nicht... Hieß der nicht ihn? Nee, der hieß Arti. Nee, aber in The Legend of Zelda gibt's doch einen Vati. Mit V geschrieben. Ah, den meinst du. Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Deswegen habe ich gesagt, ist Vati nicht mehr alles. Und Arti, das ist der aus Splatoon, ja. Ja, beziehungsweise der Pflanzenarena-Leiter aus der 5. Gen. Ja, aus welcher 5.? 5.1 oder 5.2? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich aus der 1. Schwarz oder Schwarz 2? Ich glaube Schwarz. Ja, die habe ich noch nicht durchgespielt. Schrieb man ja A-R-T-Y. Ja, den habe ich zwar da, aber noch nicht gespielt. Ich weiß es deshalb, weil es im Anime, zwei ganze Episoden um den... Achso, ne, dann geht's eher um Schwarz. Ja, wahrscheinlich. Deshalb sage ich ja wahrscheinlich der erste Teil. Also ich habe mir das Spiel zwar jetzt mal zugelegt, weil ich ja die Sammlung angefangen habe, aber... Mhm. Aber, ich habe noch nicht gespielt. Ich kam noch nicht dazu. Ja, die
Zeit. Härtner, so wie Safcon Level 100. Ja. Aquaknarre. Pokémon-Kaiso. Ja. Auf einmal kam ein Level 100 Pokémon. Ich dachte, ich habe am Anfang nicht kapiert, dass Amy das Trollface eingefügt hatte. Ich dachte, es wäre in-game. Es wäre cool gewesen. Es wäre sehr, sehr geil gewesen. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Übrigens, da hast du was Neues zum Synchronisieren. Was? Ah, okay, von dir jemanden. Oh. Ulrigaria, Ulrigaria. Moment, Ulrigaria. Bitch Slap. Bitch Slap. Das ist bestimmt der englische Name für Ranken. Volltreffer. Das geht dann... You did a critical Bitch Slap. Ja, das geht dann halt auch so, wenn du so gehst in den Club, verteilst einen Bitch Slap. Critical. Volltreffer. Das war sehr effektiv. Ja, in Deutschland verteilst du halt einen Rankenhieb. Müssen wir dazu irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Oder, Moment, musst du gegen den auch noch kämpfen? Nee, ich glaube, der sagt dir nur, da hinter mir ist dieser ultra geheime Schalter, der alle Alarmanlagen ausschaltet. Nein. Den auf keinen Fall. Der ist woanders. Dies war immer ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Moment, ist da nicht hinter ihm dieser Schalter? Nein, da ist ein Pokéball. Der Schalter, da sind wir erst vorbeigegangen und haben ihn nicht aktiviert. Okay. Forscher Theo. Sagt das der nicht? Dass es einen Schalter gibt für all diese Fallen. Ich glaube, das sagen doch alle schon die ganze Zeit. Es gibt einen Geheimschalter. Ja, aber er sagt es halt so, dass auch der Letzte kapiert. Das ist auch Marfi kapiert. Sagt er, es gibt einen Geheimschalter? Sorry, Marfi, war nichts gegen dich. Also eigentlich schon, aber egal. Das war das, was du gesagt hast. Das war nicht so gemeint, es war viel gemeiner gemeint. Ja. Badadada, badada, Ultrigaria. Nein, ich wollte nicht Ultrigaria. Ist trotzdem nicht sehr effektiv. Moment, Pflanze gegen Stahl ist auch. Ach so, Moment, war. Ich wollte nicht Ultrigaria. Außerdem ist Magnetilo hier noch nicht Stahl. Aber Magneton, ne? Nee. Das kam alles mit der dritten oder vierten, glaube ich. Oder vielleicht sogar mit der fünften. Die sind rein Elektro hier. Nein. Magneton ist auch rein Elektro, bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann ja mal schnell nachschauen. Tue er das. Können wir bitte wechseln hier? Ich wollte eigentlich Flame haben. Fire to the Rain oder sowas. Vor Veröffentlichung der zweiten Generation. Aha, also mit der zweiten wurde es eingeführt. Da ist der Stahltyp, das wusste ich. Ja. Also ja, dass der Stahltyp eingeführt wurde, aber das Magneton dann direkt. Moment, wie ist es mit Magnetilo aus? Nee, also Magnetilo und Magneton waren ab der zweiten Gen Stahl. Sag ich doch. Das wusste ich nicht. Glaub halt nicht, wenn ich was sage. Glaub halt mich. Nicht. Achso. Ich dachte, du sprichst schon wieder Aslak. Alter, was ist eigentlich dein Problem? In Zukunft steht im Zeugnis immer Aslak, erste lebende Fremdsprache. Was willst du eigentlich? 2000, ein Teil nach Hause. Hey, Mutti kann mal wieder anrufen und sagen, ich hab dein Geld ausgegeben. Für den die sprechen dann irgendwann alles so wie Moneyboy. Ja, aber Moneyboy hat auch eine schöne Aussprache, kann man doch nichts sagen. Ja, definitiv. Und das ist super Grammatik. Grammatik? Ja. Das heißt Dramatik. Oh, okay, merke ich mir. Das nächste Mal sage ich meiner Deutschlehrerin, nein, das nennt man Dramatik. Ach! Oh, sehr schön. Ich war mir nicht mehr sicher, aber ich hab's vermutet. Guck mal, wer nicht den Schalter gefunden hat. Ach, dann war das der Computer. Ich denke schon, ja. Oder die Pflanze. Die Pflanze. Nee, war der Computer. Ein Geheimschalter, betätige ihn. Nö. Weißt du, da steht ein Computermonitor und eine Maus. Und dann... Das ist ein alter Mac, deswegen sieht man den Rechner dazu nicht. Der ist mit im Bildschirm verbaut. Oder es ist echt einfach nur ein Bildschirm, weil keiner sagt, dass der funktioniert. Ja. Ist ja nur ein Schalter da irgendwo. Die Maus... Ich wollte gerade sagen, du solltest da nochmal reingehen. Hallo Siegfried. Siggi, bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Ey, den hast du vorher anders. Bin ich von meiner Medizin. Ja, ich habe vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Das war ja schon gestern. Behinderter. Nichts gegen Behinderte.
noch keine Bücher. Da, du miese kleine. Diese kleine Ratte. Lass mich raten, er spielt Radfratz. Was auch sonst. Oder vielleicht sogar ein Radikal schon. Nee, das wäre eine miese große Ratte. Blutzuck. 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 Nein. Konfusion. Blutzug entwickelt sich zu Sme... bitte was? Hä? Bitte was? Was ist das für ein hässliches Vieh? Das sieht gar nicht mehr aus wie Blutzug. Das ist Omod. Ja, es gibt Tatsache ja... Rumors. Darauf wollte ich anspielen. Es gibt ja Rumors, dass das ursprünglich anders sein sollte. Was ich auch irgendwie besser fände, aber... Ja klar, das ist sogar ziemlich eindeutig. Sieh dir die Augen von Blutzug und von Smetbo an. Ja, aber trotzdem. Ich meine, Raupi passt schon zu Smetbo, aber Blutzug halt irgendwie nicht so zu Omod, aber... Gerade deswegen... Halt, Omod ist ein Nachtfalter. Vor allem ist es auch komisch, weil... Raupi hat zwei Entwicklungsstufen und Blutzug hat nur eine. Das passt irgendwie nicht. Ja, es gehört ja auch nicht da dazu. Da gehört ja Kork, Una und Horn Leo und so. Ja, das ist aber auch irgendwie merkwürdig. Weil Bibor und aber Blutzug ist schon ziemlich cool. Ja, das ist es. Fand ich es immer ganz cute. Es ist einfach so ein Wuschelball. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte doch Tracy immer einen Blutzug gehabt, oder? Wer ist Tracy? Tracy Chapman, Mensch. Werden sonst... Nein, in der... Im Indigo-Liga, glaube ich? Oh, keinen Schimmer. War Tracy dabei. Und Tracy hatte, glaube ich, auch schon irgendeins aus Johto gehabt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und, naja, gut. Und in der Indigo-Liga... Ach, was erzähle ich denn? Indigo-Liga, Ja. Sprichst du jetzt von der Kanto-Liga? Orange-Liga, meine ich. Wo sie auf dem Orange-Archipel sind dann. Nachdem okay, er, sagt mir gar nicht, nachdem was man kann, das für eine Gen? Das ist theoretisch nur in der Serie. Das kam dann in dem Remake der ersten Gen. Konnte man doch gesagt. Konnte man doch auf die Sevi-Eilande. Ja. Und das ist theoretisch so ein bisschen dem Orange-Archipel nachempfunden. Muhahaha. Ha, guck mal, Kennst du die da? Ja, davon habe ich vorhin gesprochen. Die sind nicht im Takt. Oh. Die Tür öffnet sich nicht? Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Nein, das stand groß geschrieben und so. Nur Team Rocket hat Zugriff. Ach so, okay, sorry. Nur Team Rocket hat Zugriff. Rocket Ripple möchte kämpfen. Rocket Ripple schickt Golbat in den Kampf. Weißt du, so mit einer ruhigen Erzählerstimme. Schickt. Der Rocket Ripple schickt Golbat in den Kampf. Gegner Golbat! Ben, Kreideschrei! Ben? Was macht Ben hier? Den Witz haben wir auch schon gemacht. Warum ist ein Punkt hinter seinem Namen? Und warum ist sein Name nicht groß geschrieben? Weil es ein kleiner Ben ist. Oh. Tja. Darf ich ihn mitnehmen? Ben? Ja, den kleinen Ben. Den willst du gar nicht. Hallo Siegfried. Wie er einfach direkt neben dem Rocket-Rüpel gestanden hat, weißt du, so, ja. so, hey, Kumpel, wir tun jetzt so, als wären wir Feinde, ne? Läuft bei uns. Genau. YOLO-Swag und so. Mensch, zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier zu bekommen. Und ich habe mal jetzt zum Sicherheit meine Stimme schon wieder verändert. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Aufkunft hat mir dieser Rocket gegeben. Silva, los, holen wir uns die Passwörter. Siegfried sticht dir in Wirklichkeit gleich in den Rücken. Silver findet Protein. Dann bist du Game Over. Und musst ganz von vorne anfangen. Das wäre irgendwie creepy. Creep. Hauptsache creepy. Es fließt Blut. Eisheiler. Ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Nein, Eisheiler will ich auch nicht. Das ist jetzt schon seit zwei Folgen, dass du keine Items mehr... dass du keine Items mehr tragen kannst. Du solltest welche loswerden. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade noch ein Item aufgenommen. Achso, okay. Früher arbeitete ich für Sil. Aber jetzt leite ich Team Rockets... Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Ja, dann bestraf mich. Moment, das klingt falsch. Bestrafe mich. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Forscher Martin möchte kämpfen. Kämpfen.
Smogon, Smogon. Los, Mrs. Leaf. Smogon derp. Steinwurf auf Smogon derp. Derpity derp. Sorry. Ist Smogon eigentlich nur Gift? Ja, ne? Ja. Da war ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht noch Gestein oder Flug ist, also ja. Schwebe. Ja. Nein, hier hat's noch keine Schwebe. Nope. Dörpedi, 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 dörp, dörpi, dörp, dörp, dörp. Das wäre auch irgendwie krank, ein Smogon mit Flugtyp. Obwohl, wenn man schaut, was für Pokémon alles Flugtyp haben. Ja, aber wenn Smogon fliegen erlernen könnte, wäre cool, ne? Hängst du an deinem Smogon dran? Da fliegst du auf so einer Kugel. Na, besser auf einem Smogon drauf sitzen, als zum Beispiel auf einem Taubsi. Hier, du kennst ja Scyther, Cantler und Fly, ne? Was? Das Sichlor kann er nicht fliegen erlernen. Ja. Obwohl ja. Es Flügel hat. Da gibt es noch das schöne Bild. Kennst du es nicht? Nein. Muss ich dir nachher gleich mal zeigen. Okay. Düm. Wir müssen den noch fertig machen und dann ist auch schon wieder Sense. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein, was denn? Smogon heißt doch auf Englisch Coughing. Ja. Das heißt, Smogon University müsste eine deutsche Seite sein. Ja. Die ist doch komplett in Englisch gehalten. Ja. Weil sonst müsste sie ja Coughing University heißen. Ja. Das ist alles so logisch. Ich sehe hier den Zusammenhang. Da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren. Aus den Augen. Ach. Nur wegen keinen taktischen Fehlers. Nein, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich die Vorstellung so schön finde, dass Schuppen aus den Augen fallen. So, und mit diesem sehr inspirierenden Zitat oder tiefgründigen Scheiß, so kann man es auch nennen, verabschieden wir uns für heute. Bis zur nächsten Folge von Pokémon Silver. Tschüss. Sehr, sehr geil.